Die Thomson'sche Schwingungsgleichung mal auf unseren Versuch angewandt. Leute, geht mal auf den Link, da hört ihr zwei verschiedene Töne. Und zwar habe ich hier einen einfachen Schwingkreis, einmal mit einem und einmal mit dem anderen Kondensator entsprechend versehen und habe verschiedene Töne hörbar gemacht, auch für euch, sodass man es richtig hören kann. Jetzt, wenn wer es noch ein bisschen theoretisch haben will, wie die Schaltung dafür aussieht und dass es eine ganz, ganz einfache Schaltung ist, guckt auch auf den Link. Wenn ihr auf die Links guckt, wer das noch nie gesehen hat, meine Videos, wer auf die Links guckt, der kann davon ausgehen, dass das Video hier wartet. Also das ist kein Problem, ihr könnt euch hier immer irgendwo weiterbilden. Wenn diese Is erscheinen, hier draufklicken, gucken und dann kommt ihr wieder automatisch zu dem Video zurück, wenn ihr das andere verlassen habt. Die Thomson'sche Schwingungsgleichung ist F0, das ist die Resonanzfrequenz. Also die Eigenfrequenz eines Schwingkreises, einer Schaukel oder. Und hier in diesem Falle auf den Schwingkreis bezogen 1 durch 2 Pi R und Wurzel aus L und C. Gut, ja. Jetzt wussten wir von der Spule, ja, die hat 3800 Windungen und hat einen dicken Eisenkern. Ja, müsste ganz schöne Induktivität haben. Aber wir wussten eigentlich sonst nichts darüber. Auch nichts über Drahtstärken, Längen, Querschnitt des Drahtes und. Permeabilität des Eisenkerns. Keine Ahnung. Aber wir können es trotzdem ausrechnen und es ist gar nicht mal so schwer. Wir wissen nämlich, dass wir zwei Kondensatoren hatten, entweder 0,01 Mikrofarad oder 0,02 Mikrofarad. Und die Frequenzen, die habe ich jetzt mal übertragen. Ich habe das durch Hören gemacht und habe gemerkt, dass es ein bisschen übermäßige Quarte ist. Eine Quarte ist tatü, tata, tatü. Und wenn ich die ein bisschen überziehe, tatü, dann ist es keine echte Quarte, sondern eine übermäßige Quarte. Ich habe das mit einer Frequenztabelle verglichen. Und es sind vielleicht 698 Hertz und 498 Hertz, irgend sowas, aber das kommt ungefähr hin. So, was denn jetzt tun? Gesucht ist einmal die Induktivität der Spule, und zwar auf 700 Hertz bezogen. Und dann zur Kontrolle, es muss ja die gleiche Größe werden, mit 500 Hertz. Und das geht. Wenn ich die Thomson'sche Schwingungsgleichung sehe und sage, oh, ich möchte L, hier das L, eieieiei, hier, das steht unter dem Bruchstrecke und unter der Wurzel. Wenn ich die haben möchte, sage ich, Moment, dann stürze ich einfach. Ich stürze, Achtung, dann wird aber aus der Frequenz wird die Periodendauer. Ist aber nicht schlimm, ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe schon mal das L, ne, die gesuchte Größe, die stimmt unterm Bruchstrich hier. Hier steht sie schon mal oben drüber. Und wie man das mit der Wurzel macht, ne, das zeige ich gleich. Ich habe beide Varianten gerechnet. Ich habe hier noch was rot und blau markiert, werdet ihr gleich sehen, wie es weitergeht. So, an sich easy peasy, denn ich habe die Gleichung nochmal abgeschrieben. Wenn ich jetzt diesen Term hier komplett, also auf beiden Seiten, die beiden Terme, wenn ich die quadriere, dann habe ich hier Periodendauer zum Quadrat. Hier, Achtung, nicht vergessen, das quadrieren, das Pi quadrieren. Und dementsprechend steht die Formel so da. Ich werde mal einen Link anfügen, wie man Formeln umstellt. Auch ganz blöde. Wer da nochmal drauf gucken möchte, ne? Später oder dann oder das Video wartet ja hier. Also kein Problem. So, dann die entsprechende Umformung und dann steht das L hier alleine und dann kann ich einsetzen. Jetzt kommt es ein bisschen, ja, eigentlich ganz simpel. Ich setze erstmal brutal ein und sage, T Quadrat ergibt Sekunde Quadrat, ne? Eine Zeit in Sekunden ergibt Sekunden Quadrat. Und nicht zu vergessen, ein Hertz ist 1 durch Sekunde. Und wenn ich das jetzt hier mal einsetze und dann stürze, dann rutschen die Sekunden hier runter. Und wenn ich die quadriere, werden aus 700 diese 490.000. Bis dahin nichts Schlimmes. Kondensator, einfach die Kapazität einsetzen, so wie sie da steht. 4 Pi Quadrat lassen wir stehen, keine Zahlen draus machen aus Pi. Sonst wird es zu viel Schreiberei. Und jetzt kommt es. Wenn ich ja quadriert habe, die Zahlen, das geht ja alles noch. Jetzt lohnt es sich und wahrscheinlich werde ich hier nochmal einen Link anfügen zum Potenzen, wie man mit Potenzen umgeht, damit ich nicht alles erklären muss. Na doch ein bisschen. Ein Mikrofarad sind ein Tausendstel, Entschuldigung, ein Tausendstel Millifarad beziehungsweise ein Millionstel Farad. Demzufolge sind das ein Mikrofarad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 hoch minus 6 Farad. So, dann kann ich also hier lieber 10 hoch minus 8 draus machen, denn wenn ich noch 2 Kommastellen nach vorne rutsche, müssen hier hinten nochmal 2 dazu. Also habe ich 10 hoch minus 8 Farad und ich habe hier aus diesen 490.000 4,9 mal 10 hoch 5 gemacht. Einfach aus der Zahl. Denn jetzt kann ich die beiden gegeneinander aufwiegen und kann sagen, Potenzen addieren. Wenn man so multipliziert, kann man die
Exponenten addieren, sage ich, okay, dann werden aus 10 hoch minus 8 plus 5, minus 8 plus 5 ist minus 3, 10 hoch minus 3. Jetzt rechnet sich's einfacher. Dass die 10 hoch minus 3 nach oben rutschen als 10 hoch 3 oder 1000, damit man besser tippen kann, habe ich eine 1000 hingeschrieben. Dürfte eigentlich auch nicht mehr so schwer sein. Und jetzt hole ich alle Zahlen nach vorne und alle Einheiten nach hinten. Die Zahlen geordnet nach vorne, Einheiten nach hinten. Und jetzt sage ich, warte mal, Farad. Ein Farad ist eine Ampersekunde pro Volt. Also schreibe ich Ampersekunde und nochmal durch Volt hieße durch ist mal. Ich werde nochmal einen Link hier anfügen, wenn ich den noch hinkriege. Deswegen rutscht dann die Ampersekunde bleibt unten und das Volt rutscht nach oben. Hier oben habe ich auch noch stehen meine alte Quadratsekunde von vorhin. Jetzt kann ich die Sekunde und die Quadratsekunde durch Sekunde kürzen, gegeneinander. Und es bleibt übrig hier oben die Sekunde. Ich habe es nochmal eingekreist, hier Volt und Ampere. Was ist denn das? Naja, ein Henry ist ein Volt und Sekunde pro Ampere. Ein Volt und Sekunde pro Ampere. Naja, da hätten wir doch die richtige Einheit für eine Induktivität. Wenn ich dann diesen Kram hier vorne noch 1000 durch 4 durch Pi und nochmal durch Pi und durch 4,9 in der richtigen Reihenfolge alles abtippen, dann braucht er keine Klammern zu setzen. Durch Pi ist genauso wie durch in Klammern Pi Quadrat Klammer zu. Dann kommen raus 5,175 Henry. Ja, jetzt sage ich Fehlerbetrachtung. Fehlerbetrachtung, bevor ich hier lange kontrolliere, rechnerisch gucke ich erstmal. Ja, das ist eine relativ hohe Induktivität, wenn ich 3800 Windungen auf dem dicken Eisenkern wickle. Das ist jetzt meine Erfahrung. Jetzt mache ich aber die Kontrollrechnung und das Ganze kann ich mir jetzt, muss ich nicht nochmal alles aufschreiben. Von hier bis hier muss ich nicht aufschreiben, sondern ich mache gleich an der Stelle weiter und setze statt hier diese 4,9 mal 10 hoch 5, setze ich 500, also 2,5 mal 10 hoch 5 ein. Und Achtung, ich habe hier einmal 10 hoch minus 8 Farad und ich muss dann hier zweimal nehmen. Also hier habe ich die 2,5 eingesetzt. Das ist 2,5 mal 10 hoch 5 ist das quadrierte 500 Hertz. 500 Hertz mal 500 Hertz. Und hier habe ich die 0,02 Mikrofarad sind dann also 2 mal 10 hoch minus 8 Farad. Ja, der Rest bleibt dasselbe. Und wenn ich das eintippe, komme ich auf 5,071 Henry. Uiuiui, ist ja eine, naja, drastische Abweichung ist es nicht. Das ist gar nicht mal so schlimm. Denn ich muss sagen, ich habe die ganze Sache nur mit Hören gemacht. Und mit Hören war es schon gar nicht so leicht, die entsprechenden Frequenzen parallel praktisch zu entwickeln daraus. Welcher Ton ist das jetzt? Es war das C und das F. Ja gut, aber das war nicht das C und das F, sondern das C und das Fis. Und das so rauszufinden, ist eine andere Sache. Mache ich vielleicht später mal Videos drüber. Ich hoffe, es hat euch geholfen, auch mal auf diese Art zu rechnen und verbleibe mit besten Wünschen und kühlen Tagen. Denn wenn die Schule wieder losgeht in Niedersachsen oder überall, boah, dann haben wir ja gleich hitzefrei, ist auch gut. Okay, ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut, tschüss.